So, moin, servus, moin. Willkommen zurück bei FIFA 19 Karriere. Wie man sieht, sind wir immer noch Erster. 4 Spiele rum, 12 Punkte, ja. Trainerbewertung ist aber 93, also es könnte theoretisch eigentlich gar nicht besser laufen. Gut trainiert haben wir. Das nächste Spiel ist gegen Dresden, ja. Da sind wir im Osten unterwegs. Aber. Jetzt lassen wir hier noch gut den Ferrari, den lassen wir nicht trainieren, lassen wir mal die trainieren alle. Alle simulieren. Zodala. Wunderbar, passt. Trainiert haben wir, das heißt, was ist hier? Ja, da wollte ich ja nicht gerade hin, aber da können wir mal kurz drauf schauen. Das haben wir. 5 aufeinanderfolgende Heimspiele. Gut, wir haben erst 2 gehabt. Aktuell Rang 2. Gut, da hat aber einer schon ein Spiel mehr wie wir. Ja, 16 Millionen. Schaue ich vielleicht so aus, hätte ich 16 Millionen über. 8 Millionen. 7 Millionen, das wird ja immer besser. Den können wir uns natürlich mal vormerken. Den können wir uns mal vormerken. Transferfenster ist ja so eh vorbei. Aber wir brauchen auf jeden Fall immer junge Spieler, immer her damit. So. Dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal Spiel. Schauen wir mal. Schwierigkeit steuere ich jetzt mal auf Weltklasse. Probieren wir jetzt mal das Spiel aus. Wenn wir jetzt natürlich richtig kassieren, dann schauen wir mal. Aber ich möchte daran nicht jedes Spiel gewinnen. Das ist eigentlich auch nicht der Sinn der Sache. So, das überspringen wir jetzt einmal. Ab geht's. Ganz schön neblig. Aber Heimspiel und wie es ausschaut, ist das Stadion ausverkauft. Würde ich jetzt zumindest mal behaupten. So vom groben Ding her schaut es auf jeden Fall ziemlich voll aus. So, da haben wir unsere Aufstellung. Bestform quasi eigentlich aufgestellt. Na wunderbar. So, auf geht's gegen Dynamo Dresden. Schauen wir, was wir auf Weltklasse reißen können. Oh, der Ball war wegen zu steil. So. Jetzt müssen wir uns auch ein wenig mehr konzentrieren. Auch schon mal erster Torabschluss. Oh, war sogar abgefälscht. Dürfen wir am besten nicht am Anfang gleich. War der aus? Oh. Nicht am Anfang gleich ein Tor kriegen, das wäre natürlich nicht so geil. Komm, Jungs, kein Tor, kein Tor, kein Tor. Oh, 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 oh. Solche Bässe. Bässe. Pässe. Natürlich nie so geil. Jawohl, Safekeeper. Den hat er, der Früchtel. Unser Früchtchen. Come on. Ah. Komm, passt doch. Toll, sind wir da ganz alleine. Ah,
Das ist eher so rumgestochen bis jetzt, hey. Also da läuft gerade noch nix. Den Hammer. Den Ball, den Hammer. Alter. Oh, fuck. Stark halten. Echt stark halten. Also bis jetzt läuft es noch nicht wirklich. Ist eher so gestochert. Aber das wollen wir natürlich ändern. Nach vorne kriegen wir noch gar nichts hin irgendwie. Wir haben bloß so wegen Mittelfeld rumgestochen eben halt. Ballverluste dann im Aufbauspiel. Dresden macht es schon nicht schlecht. So, jetzt vielleicht einmal. Ah, der war abseits. Ja. Schade. Und die Folge müsste Freitag eigentlich kommen, wenn ich richtig informiert bin. Und da müsste ich auf jeden Fall meine neuen Kopfhörer haben. Da ja mal wieder ein gewisser Paketdienst das wieder versemmelt hat. Und dann war jetzt der Feiertag dazwischen. Naja, und dann war es halt nix. Satz mit X war das. Eigentlich müsste es Donnerstag oder Freitag kommen. Also entweder gestern oder heute sind sie dann angekommen. Boah, das ist eine richtige Interception. Interception? Hä? Ach, Spielberat. Timeception? Ach, keine Ahnung, ist ja wurscht. Hey, das gibt's ja nicht. Was mit Ringspruch los? Als Favorit in das Matchgang. Oh, und dann sowas. Vielleicht einmal nach einer Standardsituation, aber bei so einer Standardsituation wird es dann nichts. Jetzt ist aber leise im Stadion. Jawohl, starkes Ding. Ja! Nein! Oh, daneben, ey, aber saustark rausgespielt und schöner Lupfer noch. Aber dann leider 2 Meter zu weit links. Aber die erste richtige Chance. Also es ist auf jeden Fall drin für uns. Gut, da war jetzt nichts drin. Ey, warum ist denn das so leise im Stadion? Was ist denn da los? Oh mein... Was war... Was macht denn der Torwart? Alter, was war denn da jetzt los? Ey, der Ball war doch halt zerlegen, oder? Also, so auf dem Torwart seinem Rücken irgendwie. Ja, da muss entgegenkommen. Und der Gomez. Schade, schade. So, jetzt kommt Zweikampf, der Ball muss hier können. Jawohl. Gut, immerhin ein Einwurf für uns. Ja, Passrouten, da müssen wir noch arbeiten dran. Boah. Einfach mal direkt abzungen. Ich muss sagen, auf Weltklasse macht es schon ein wenig mehr Spaß, weil einfach fordernder ist, so ein wenig da.
marschiert man halt nicht so richtig durch dann, was natürlich einerseits wegen blöd ist, weil vielleicht nicht so viele Tore fallen. Aber es ist halt mehr Realismus drin und ein wenig mehr, man muss sich halt anstrengen, damit hier was vorangeht. Ich meine, wir haben jetzt 4 Spiele in Folge gewonnen zum Saisonstart. Also, das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Entschuldigung für diesen Räusperer. Wir haben eigentlich keinen im Team mit 70. Ah, doch, den Innenverteidiger. Aber wenn es so weitergeht, wird bald der Gomez auf 70 hochgehen, denke ich. Und wer ist unser Stürmer? Oh, mir fällt es nicht an, der Guiri oder so. Stark vom Früchtling. Warum sind die Fans so leise irgendwie? Hey. Ja, jetzt hört man wieder irgendwas. Es sind dann immer so Totenstille ist dann immer im Stadion. Nicht zum Abschluss kommen lassen, jawohl. Ja, der war schwach. Ja, ich habe gerade Zweikampf gedrückt, ey. Gibt's so nicht. Jawohl! Ja! Und heute sogar wieder mit Torjubel. Ich hoffe, wir hören. Saustarker Abschluss, ey. Wirklich saustark geschossen. Schöner Doppelpass, dann durchgesteckt. Nicht lang braucht und einfach perfekt ins Gump. So muss der sein. So muss halt der Ball aufs Tor kommen. Unhaltbar. Geil. Ich hoffe, der Torjubler passt. Ich werde mir nachher mal die Aufnahme anschauen. Und dann wird man ja sehen, ob es zu laut, also zu laut denke ich nicht, eher zu leise war. Aber er ist auf jeden Fall wieder dabei, der Torjubel. Mein Stream Deck ist wieder eingerichtet. So, Wechsel. Ah, wir warten mal noch ein. 55 haben wir erst. So, komm jetzt. Das kann nicht sein, dass die Bälle nicht ankommen. Ja. Das war ja klar. Oder bin ich ja blöd reingegangen. Eigentlich unnötig, aber naja, mein Gott. Solange es bloß ein Gelb ist und nicht mehr. Darf bloß kein Gelb-Rot, das wäre nicht so geil. Dann nur in Unterzahl. Oh. Boah. Das kurze Ecke. War aber gefährlich. Naja, komm, wir wechseln mal. Den Namcheck muss ich mal als Stammspieler machen. Also den wollte ich eigentlich schon länger mal. Ich vergiss das dann immer, wenn es so weit ist. Hey Schiri, hey, als hätte ich schon gedacht, hey. Gut, man kann es mal probieren mit dem Lace. Der ist wahrscheinlich Lice, oder? Denke ich mal. Ja, der hätte ich eigentlich gleich probieren müssen zu schießen. Dann wäre es wahrscheinlich auch was geworden. Hey, Schiri.
Boah, starke Flanke. Bloß der Abschluss war nicht so wirklich gut. Oh, die Flanke war stark. Komm, 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 komm. Jawohl. Saustark, komm, jetzt muss hier mal was gehen. Nein. Oh, schade. Ja, einen Verteidiger wechseln wir nicht, den lassen wir mal drin. So blöd, da wollte ich eigentlich zurückziehen, aber dann ist der auch stehen geblieben. Und dann war das nix. Die Pässe im Mittelfeld, das ist immer ein wenig schwierig. Die müssen eigentlich echt kommen. Sowas darf halt nicht passieren, ey. Pff. Nee, nee, ich wechsle meine Verteidiger nicht. Die halten das schon aus. Leider. Der hat fast aus dem Stand geschossen, ey. Boss heißt die näher, Torwart. Eine Parade, unserer hat schon 6. So, jetzt kommen wir mal über außen. Mann, das gibt's doch nicht. Wir kommen nicht wirklich durch das, die eine Riesenchance da, wo wir das Tor dann gemacht haben. Dann noch der Lupfer und das war's eigentlich. Aber so steht Dresden hinten echt gut. Da ist kein Durchkommen. Ah, der, wenn er auf den Fuß kommt, ey. Na komm. Das gibt's doch nicht. Komm jetzt. Ja, Vorteil. Gut, es wird dann wahrscheinlich noch gelbe Karten geben für den. Ja. Gut, wir haben schon die 90. Minute. Jetzt müssen wir bloß noch am besten kein Tor mehr kriegen. Ah, der sollte eigentlich auf dem anderen durchkommen. 3 Minuten Nachspielzeit. So, come on, come on, come on, come on. Den lassen wir mal nochmal schießen. Gibt vielleicht sogar Ecke. War der da noch dran, der Verteidiger? Nee. Halbe Minute noch, komm. Das schaffen wir. Dann ist nämlich der nächste Sieg. Und zwar diesmal sogar auf Weltklasse, ja. Jawohl! Sau stark. Sogar auf Weltklasse ist der Jahr unbesiegbar. So muss es sein. Jawohl, gehen wir gleich weiter. Berlin-Duisburg 2-2. Na gut. Okay. 5 Spiele, 15 Punkte. Mehr geht nicht, würde ich sagen. Nationaltrainer. Na, nee. Venezuela vor allem. Den Day. Gut, jetzt wechseln wir erstmal. Aber wir haben eine Bewertung von 96, ey.
spielen der Day hier. Der Geipel. Ja, wir können den Day schon mal spielen lassen. Das ist jetzt nicht so, dass der mal auf der Bank sein muss. Wen haben wir denn in der Reserve? Der ist drauf. Der war eigentlich auch mal ganz gut. Nehmen wir doch mal. Hey, was haben wir jetzt gemacht? Geipel wieder rein. Sonst noch der Ade Ferrari. Wer ist der gute? 17. Ja. Der hat ja gemeint, das ist hier der große Star, aber naja. Speichern wir mal so. Könnten wir noch kurz. Teamzentrale. Gut, der spielt halt zurzeit nicht. Aber da kann man ja noch Strategien bearbeiten. Taktiken. Was haben wir denn da? Pressing nach Ballverlust. Ja. Lieber schneller Aufbau, muss ich sagen. So, Rollen. Nachreiner ist der Captain. Komm, machen wir einen Lace als Captain. Freistoß Gomez, langer Freistoß. Wen haben wir denn da? 11,72 Meter. Ja, dann lass mein Gomez auch schießen, wenn der die besten Elfer schießen kann. Den lassen wir mal so nach außen. Ja, passt. Jo, speichern einmal. Könnte man natürlich noch viel genauer ins Detail gehen, aber vielleicht irgendwann anders. Jetzt müssen wir erstmal hier wegen. Nein, guck mal. Meine Karriere können wir auch mal schauen. Rekordablöse 2,6, geil. 15.000 verdienen wir. Okay, trainieren können wir auch noch. Jo. Haben wir eigentlich noch ein Ding? Extra spielen, ne? Brauchen wir nicht. Warte mal, wo ist denn Karriere? Riesenafro. Gut, das kostet 1200, da haben wir leider nicht genug Punkte jetzt erstmal. Ja, gut, aber immerhin. Ihr könnt natürlich auch mal das nächste Mal selber trainieren. Das wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Okay, jetzt simulieren wir noch kurz bis zum nächsten Spiel. Oh, Hamburg, das wird schwierig. Aber ich mache jetzt mal hier Folgenende und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Bis dahin, tschüssi, wir sehen uns dann am Montag, müsste es eigentlich sein. Jo, also tschüss.